doch mal, ruf doch mal. Ach Gott, habe ich mich wohl lauter aufregen, dass der Karl-Heinz gleich kommt. Beschwindelt. Karl-Heinz kommt nicht. Warum nicht? Obwohl um war er weiß. Was ist denn los? Kriegt er da heiße Rufe oder was? Ich habe mich so gefreut. Ich wollte eigentlich dann sagen, komm los, ein Ziege, der hat bestimmt 2000 Rufe gemacht. Die können wir alle hinsammeln. Das wäre wohl lustig. Wir müssten den mal irgendwo nehmen, der wäre irgendwann der Haufe, das ist nur so klar. Für die lieben Zuschauer, die nicht wissen, wovon wir sprechen. Achso, ich dachte, die nicht wissen, was scheiße ist. Unser Karl-Heinz ist unser Reittier. Und unser Karl-Heinz im Gegensatz zum Jacqueline. Jacqueline ist halt das Mädchen dazu, passend. Aber der Karl-Heinz, der hat eine besondere Fähigkeit. Der Karl-Heinz... In gewisse Zeitabstände macht der Karl-Heinz Knoddele, die mir insammeln und zum Metallscherber verarbeiten und dann verkaufen können. Deshalb ist eigentlich unser Karl-Heinz sozusagen kein Gold, aber ein Metallesel. Ist doch gar kein Esel. Das heißt doch so vom Märchen. Ach so. Der Goldesel. Ach so. Und da ist was. Ja, dann. Und dahin ist auch was. Himmelhaft und hat blaue Aue. Himmelblaue Blüte, ist das ein potenzieller Karl-Heinz? Ah ja, sicher. So, Karl-Heinz, ich wollte nur sagen. Karl-Heinz gestartet. Kaum ist ein Eier da, interessiert sich für das Käsaume. Ja, aber der Karl-Heinz hat sich halt in Luft aufgelöst. Das ist halt, der ist mit dem Jacqueline in die Karibik. Schokoline. Wo geh ich denn jetzt hin? Ich schleiche ganz langsam. Guck mal, wie langsam ich schleichen kann. Mädchen schleiche. Mit den elastischen Beinen. Stimmt doch gar nicht, was du da sagst, du blöde Kuh. Was hat die gesagt? Das muss ich nicht überprüfen. Ja, das stimmt nicht. Das sagt sie jedes Mal. Weil sie einfach nicht aufpasst. Wenn du sagst, das sieht mich nicht, wenn ich ganz langsam schleiche, dann kenne ich jetzt ja ganz langsam. Ja, dann müssen wir aber jetzt mal überlesen. Werfe ich ein Steinchen oder will ich schleichen? Grabt denn der da? Das ist eigentlich ein Ackergaul. Der grabt da in der Gegend. Der sucht nur Engerlinge. Was soll ich jetzt machen? Steinchen werfen, ohne rauszuhupsen. Jetzt grabt er fort. Das ist ja noch besser. Wenn man beachtet die Gesäßmuskulatur beim Karl-Heinz. Was von mir? Ach so. Ich bin aufgeregt. So, schöner Karl-Heinz. Ja, toll. Und zu mir was sagen. Du tust mal noch am Bobbes über Brücke. Das ist der Oberschenkel. Aha, genau. Oder die Eier. da ist jemand sauer. Ja, das ist dein Freund gewesen. Was ist los? Wer von euch zwei ist denn besoff? Ich mach gar nichts, ich halte nur fest. Oha, oha, oha. Lolf, wieder husch, husch. Oh, wenn er jetzt kackt. Ich geh mal lieber weg. Geh mal lieber weg, ich möchte nicht von meinem Köttel erschlagen werden. Was gebe ich für eine kühle Brise? Oh Mädchen, stell dich nicht an, also zieh halt dein blödes Schiff ab. Genau, erstens das und vorhin hat sie gesagt, oh, das Wasser ist so kalt. Oh, ich hab Schnee im Schuh. Ist halt doch ein Mädchen. Ja, der Kraus. Das genau aus dem Grund, den ich nicht mit Mädchen reise. Ticke. Da ohne Leute gerollte Köttel. Riechen. Ja, klar, wir rennen jetzt zum Köttel nur. Ich wollte es nur mal so sagen, damit die neuen Zuschauer, die Millionen, die wir haben, nachwissen, um was es geht. Dann grinst du so ohne NRP. Das ist ein Karl-Heinz Köttel, wenn ich vorstellen darf. Und sagt Servus. So, mein Mart, jetzt gehen wir scheinbar schon wieder ab. Ah ja klar, weil ich Scheiße insammel. Wo sind eigentlich die Kacktücher? Die brauchst du Milchgabel. Was denn? Jetzt gleich mal schnell, Herr Siegel. Jetzt muss doch auch Pflicht sein. Ich sag mich schon. Habs! Habs! Von lauter Köttel noch gerettet, wenn man noch in die feindliche Erde gefickt. Ich hatte aber echt Anspruch gemacht, dass mich irgendetwas freundlich angrinst. Ja, gut, dass wir nicht näher kommen sind dabei. Karl-Heinz, wo laufst du denn wieder rum, Karl-Heinz? Oh, 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 oh.
Er hat 20 gehoben. Wenn die Tiere in dem Spiel Kacke machen, die dann auch Liebe. Das will ich nicht wie so laut schon wieder köttel. Nee, du kannst mich mal. Ich renn dem nicht nur. Komm doch nicht hin. Vielleicht erschrecke man sie mit dem Köttel. Explodiert er, wenn du drauf schießt.